Meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Haul. Ich habe so ein bisschen was eingekauft und ja, wollte euch das jetzt zeigen. Machen wir doch direkt, ne? Ich habe mir einen Tischläufer bei eBay Kleinanzeigen gekauft. So ein bisschen im Vintage-Look, so wenn ihr das so sehen könnt. Muss ich die Tage einfach mal hier auf unseren Tisch legen und gucken, wie das sich so macht. Das wollte ich euch jetzt mal eben zeigen. Dann habe ich von Amazon etwas wieder zugeschickt gekriegt. Ab und zu kriege ich so eine Frage, ob ich was testen möchte. Und dann sage ich ja und dann kriege ich das zugeschickt. Ich muss das allerdings mal in Vorkasse und dann ja, darf ich das testen. Ja. Ich glaube, das ist, weil ich immer so viele Rezensionen schreibe. Bei Amazon, gibt nämlich immer Bewertungen ab und ich denke mal, dass ich deswegen angeschrieben werde, weil die schreiben nie etwas von YouTube-Videos. Also muss daran liegen. Und zwar habe ich, durfte ich mir halt aus vier Farben, durfte ich mir halt ein so ein Ding aussuchen. Ich habe mir dann halt Khaki genommen. Das ist so ein Sweatshirt-artiges Stöfflein, also wirklich Qualität, finde ich gut, also richtig schön griffig. Ist hier vorne mit so einem Reißverschluss und sieht so ein bisschen Militär-Style aus und hat so eine A-Linie. Ja. Ich habe mir hier die Größe, was ist das, XL genommen. Ja, passt perfekt. Finde ich cool. So, und dann habe ich mir noch ein Kleidungsstück. Und zwar habe ich ja mal erzählt, dass wir demnächst auf einer Ballermann-Party eingeladen sind. Also so Motto-Party-mäßig. Und dann habe ich mir im Kleiderkreisel ein T-Shirt geholt. In Neongrün von Bierkönig. Das ist ja hier der, ja, ist ja von Malle, die Kneipe. Also ich war da noch nie. Ich bin nicht so eine Ballermann-Dame, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich höre mir zwar auf einer Party, wenn da mal Schlager laufen, geht das. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gleich, wenn die Kamera aus ist, hier ne, die Schlager-Mucke anmache. Aber Motto-Partys machen wir natürlich mit. Ne? So, dann war ich gerade bei DM und habe mir zu meinen Haarshampoos, die ich mir vor einem Monat gekauft habe, die Spülungen geholt, weil ich weiß noch, in dem Haul habe ich gesagt, ja, Spülungen habe ich noch genug. Das war gelogen. Das war aber nicht so wirklich. Und dann habe ich mir von den beiden, wo ich wusste, dass ich mir Haarshampoo davon geholt habe, habe ich mir die beiden Spülungen geholt. Und zwar ist das einmal dieses hier. Das ist mit Lavendel und Pinienbalsam. Was hatte ich denn da? Ich glaube, ich hatte einen Wachsrest an der Nase. Ja, habe ich mir das geholt. Aber teuer, 3,95 Euro, mein lieber Scholli. Genau wie das hier, das hat 2,95 oder so was gekostet. Und das ist halt ja, die Spülung von Herbal Essences. So, und dann habe ich mir noch zwei Spülungen mitgenommen, aber allerdings von Balea, weil ich hatte echt gedacht, so, ich habe irgendwie noch welche Haarshampoos, aber ich weiß nicht, welche es waren. Dann habe ich gedacht, komm, nimm einfach Spülungen mit. Und dann habe ich von Balea Beautiful Long und Oil Repair Schwerelos mal mitgenommen. Für feines und trockenes Haar. Ich habe halt einfach nur auf das Trockene geachtet. Und hier steht langes und geschädigtes Haar. Ich habe zwar nicht mehr ganz so langes Haar, aber ich habe ja immer noch lange Haare. Na, so. Dann habe ich mir bei, ja, boah, ich habe eine Story für euch. Gerade war die Polizei hier. Ja, und zwar diese, also ich bin heute Morgen, bin ich runter, wollte noch eine Maschine Wäsche anstellen im Keller und so. Und dann habe ich in meinen Pots sind ja das hier, ne, die Waschmaschinendinger, wollte ich in meiner Schublade, weil ich habe neben meiner Waschmaschine, habe ich eine Kommode stehen, wo ich vier Backups von meinem Waschmittel Ariel, hatte ich da noch drin. Und eins von Spee. Und auch noch diese tollen, die ich letztens euch gezeigt habe, diese Disc, diese teuren Teile, die hatte ich auch da unten drin. Und ich schwöre euch, alle vier oder fünf, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viele es waren, Dinger waren leer. Wir hatten einen Waschmittelpott-Dieb. Habt ihr sowas schon mal gehört? Also ich habe dann nur gedacht, kann doch nicht sein. Und dann bin ich halt zum Nachbar-Waschmaschine und der hatte auch so ein Ariel-Pott-Ding da stehen, aber es war leer. Das kann jetzt nicht sein, oder? Warum? Ich fühle mich jetzt so wohl in dieser Wohnung. Und dann gibt es einen Waschmaschinendieb und hier gibt es nur drei Parteien in dem Haus, ne? Und wir verstehen uns mit den Leuten. Da habe ich nur gedacht, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Ja, bin ich zur Arbeit, hatte so eine Fresse aufstehen, ne? Also ich habe nur gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Bin heute Morgen noch fast mit dem Roller kollidiert, heißt das so, kollidiert? Naja, auf jeden Fall bin ich fast gegen den Roller angeknallt, von mir quasi. Also ich fahre damit, aber der gehört meinem Freund. Und da habe ich schon gedacht, Guido ist doch gar nicht damit gefahren. Warum steht der so scheiße? Ne? Hab mir nichts dabei gedacht.
Hab dann halt meinen Freund auf der Arbeit angerufen. Ich sag mal, Schatz, hast du ein bisschen Molloy irgendwann gefahren? Meinte er, nee. Ich so, ja, der stand ganz nah an meinem Auto dran. Meinte er, ich guck mir das nachher mal an, weil du hast doch gesagt, hier Waschmittel. Und das habe ich ihm natürlich erzählt, ne? Und dann meinte er so, nicht, dass da Einbrecher waren, die wollten meinen Roller klauen. Ich so, okay, ja, mach mal. Habe ich dann eben erstmal mit den Nachbarn gesprochen und so weiter, ne? Und die meinten so, ja, weil ich hatte so einen Brief geschrieben, so, ob denen auch was geklaut worden ist. Und dann meinten die so, ja, so und so, ne? Meine Frau, die hat heute Morgen um 4 Uhr, hat sie hier was gehört im Haus und hat gedacht, ihr müsstet heute früher anfangen zu arbeiten. Und gesagt, nee, das waren wir nicht. Ja, und dann habe ich halt mit der Wohnungsbaugesellschaft hier gesprochen. Die meinten, wir sollen definitiv eine Anzeige machen, weil um die Ecke hier waren Einbrüche diese Nacht. Haben die auch schon gehört. Ich so, ne? Gedacht, jetzt noch die Polizei, wie ätzend und so. Weil, ne? Und die meinten, weil, damit die halt vielleicht ein Auge offen halten für Einbrecher oder sowas, ne? Ja, mein Freund, der kam dann nach Hause und meinte, sein Rahmen ist kaputt. Oder wie man das nennt, keine Ahnung, auf jeden Fall die Lenkradsperre hat man versucht rauszutreten und den Roller zu klauen und der Lack ist wohl abgeplatzt. Also man hat versucht, einen unserer Roller zu klauen und unsere Waschmaschinenpots. Naja, auf jeden Fall, weil die Polizei hat halt alles aufgenommen und so weiter und so fort. Ne? Auch unsere, nee, die Pots habe ich nur erwähnt. Ich habe gesagt, das ist jetzt der, nicht der Rede wert. Ne? Also ich sag mal, die 25 Euro, das ist ja jetzt, ne, muss man, darum geht es mir jetzt nicht. Es geht halt mir einfach nur darum, dass Einbrecher nicht noch mehr hier anrichten. Ne? Ja, und ich habe dann mir nochmal dreimal, jetzt habe ich nur Spee geholt. Ich zeige euch nur eins. Ich habe Spee geholt, damit ich wieder Wäsche waschen kann. Ja, allerdings hat meine Schwester die mir besorgt. Ich habe die jetzt gerade nicht bei DM gekauft. Meine Schwester hat die besorgt, weil meine Schwester ist wie die Elisa Make-up, Entschuldigung, wie Elisa Make-up. Ich glaube, die hat das mal gemacht oder macht das immer noch, so eine Coupon-Queen. Also meine Schwester, die ist da so, ich sag jetzt einfach mal, kaufen Sie 4 Spee-Mega-Perls, ich bin nicht Spee-Aktiv-Duo-Caps, kaufen Sie 4 Stück, sparen dabei 4 Euro, sage ich jetzt einfach mal, ja, steht dann da und dann kauft sie 4 Stück davon aber schon im Angebot, dann spart sie 4 Euro darauf, dann nimmt sie noch die 10% Coupon und es gibt dann noch so einen Coupon, weiß ich nicht, so eine App, sagt sie, wo man dann, wenn man den Kassenbon da einschickt, dass man dann zum Beispiel nochmal 2 Euro wieder kriegt. Also die ist da so krass, also und dann sagt sie uns halt Bescheid und das war halt auch in dem Falle der Fall und dann habe ich nur für pro Teil 1,49 Euro bezahlt. Ja, da konnte ich es natürlich nicht liegen lassen, ne? Lange Rede, gar keinen Sinn, ne? Naja, so dann, genau. Das da war genau dasselbe bei ihr. Sie hatte da auch so Coupons, ne? Und da habe ich dann im Endeffekt 96 Cent für bezahlt. Es gab aber nur noch 5. Ja. So. Dann habe ich bei Desmodea habe ich beim Insta-Sale zugeschlagen. Was heißt zugeschlagen? 2 Sachen. Einmal habe ich mir das. Habe ich jetzt in meinem Schminktisch schon drin. Ich konnte ja nicht abwarten. Das ist so ein Acrylbehälter, wo man so hochkant die Blushes. In meinem Fall Bronzer, so hochkant reinstellen kann, dann kann man so schön klacken, also so durchgucken. Ja, habe ich mir dann gekauft. Und sie hatte noch eine Bath & Body Works Schaumseife im Angebot. Mango Melone ist jetzt nicht komplett mein Fall, aber ich dachte mir, weil ich die ja liebe, dachte ich mir, nehme ich das auch noch. So, dasselbe Ding war bei der lieben Steffi wieder, Steffis Insta-Sale, habe ich schon mal eine Dose of Color Palette bei ihr geshoppt. Und sie hatte diesmal noch eine Dose of Color Palette, weil ich fand die schon ziemlich geil letztens. Habe ich ja einen Look von gedreht, vielleicht, ich kann es euch in der Infobox verlinken oder im E, muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Und die hatte schon wieder eine, wie gesagt, eine Dose of Color Palette, diesmal die Baked Browns. Und diese wurde ein bisschen häufiger von ihr benutzt, aber sind tatsächlich noch mehr meine Farben. Das ist einfach ein schönes, eine schöne Nude Palette. Ja, und da dachte ich mir, nehme ich die auch für 10 Euro, ne? Dazugelegt hat sie mir noch einen Jumbo Eye Pencil von NYX, die Farbe 617 Iced Mocha. Und ich glaube, den habe ich schon. Den werde ich dann weitergeben. Und dann ist nicht mehr viel. Dann habe ich mir eine Kerze ertauscht bei Facebook. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, aber in einem Verdüftelt-Video habe ich gesagt, dass ich Rivera Escape hatte ich als Melt und das fand ich mega gut. Und darum habe ich mir eine Rivera Escape, weil die ist ja nicht mehr im Standardsortiment, habe ich mir ertauschen können. Was habe ich dagegen abgegeben? Eine Kringle Candle von mir. Und die ist wirklich, also,
ein ganz toller, blumiger, aquatischer Sommerduft. Also für den Sommer optimal und ich freue mich, dass ich die hier noch ergattern konnte. Und zusätzlich hat sie mir noch drei Duftis dazu gelegt. Zum einen von Candle Warmers Aromatic Melt Sandalwood and Lotus. Ja, das klingt voll nach Shani, ne? Und ja, dann. Wobei, ich finde, der hat ein bisschen was Medizinisches. Ich weiß es nicht. Ich muss den testen. Ich glaube, der ist cool. Also, ich glaube, ja. So, und dann hatte ich noch den, das kenne ich gar nicht, Bomb Cosmetics Spring Meadow. Das ist so ein Cup, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das riecht total nach quietschi Kaugummi. Mit Blumen. Voll cool. Mag ich. Finde ich gut. Und dann, darüber habe ich mich sehr gefreut, weil davon habe ich mal, oder was heißt, habe ich immer noch, ein Duftsachet. Und zwar von Heart & Home Amber. Oder Amber. Ich denke, Amber heißt das, ne? Und, oh, der riecht so fantastisch. So richtig orientalisch, schwer, wie ein Parfum. Oh, das ist meins. Das sowas mag ich sehr. Ich bin am Überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber ich denke nicht. Das war einfach nur ein kurzes, knappes Haul. Ich gucke jetzt mal hier so ein bisschen rum, ob ich was vergessen habe. Nein, ich glaube nicht. Ich würde gerne weiter quatschen, aber ich habe die Schnauze voll für heute. Ich habe echt gedacht, so, ach komm, dreh noch ein Video oder so, aber jetzt so die Polizei und dies und das und die Aufregung heute, ne, dass die guten Pots weg waren. Nee, aber ich sag mal so, du wunderst dich schon, ne? Also ich sag mal, schon scheiße, vor allen Dingen, wenn einfach irgendein Fremder hier im Haus drin war. Da wird dir mulmig, muss ich sagen. Okay, mein Lieben, wie gesagt, ich mache mich jetzt bequem. Bis dann, ihr Lieben. Danke fürs Einschalten. Ciao.